Red Sen Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sen Zone. Und ja, die Community reichen mal wieder, schon bevor Minecraft Beta 1.7 erschienen ist, Bilder zum Minecraft Beta 1.8, welche sehr schwer zu erkennen sind. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es sich hauptsächlich um Landschaftsänderungen handelt und um Lichtverhältnisänderungen. Wir haben hier zum Beispiel andere Beleuchtung, die so ins Rot-Rosane bis ins Lilane übergeht. Dann auch das Fackeln anders leuchten, die Bäume anders beleuchten, wie man ganz klein erkennen kann. Außerdem wird es dann noch Schluchten geben, Ravines heißt das auf Englisch. Also eine Art Canyon, wie man hier sieht, wo man reinfallen kann. Hier ist auch Kohle und dort leuchtet auch etwas blau. Hier sieht man nochmal die Änderungen. Also auf jeden Fall was von der Umwelt, dass sich die Umwelt verändert. Und angeblich soll man auch noch fliegen können, wie man hier etwas erkennen kann, wo denn dann auch noch Staub irgendwie aufwedelt. Aber es sieht eher so aus, als würde er hier in den Wolken laufen. Also diese Bilder sind noch schwer zu erkennen. Heute, also am Donnerstag, den 30. Juli, soll angeblich die Minecraft Beta 1.7 herauskommen. Vielleicht erreichen uns dann ja noch mehr News zu Minecraft Beta 1.8. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und fassen wir einfach nochmal zusammen, was das hier alles war. Zuerst hatten wir nochmal die andere Beleuchtung, die rosa, rot war, auch lila ein bisschen, also jetzt ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Dann hatten also die ganze Umwelt die Beleuchtung, dann hatten wir die Schluchten bzw. Canyons, auch mit komischer Beleuchtung drin. Und dass der Typ auf den Wolken laufen kann bzw. fliegen kann. Das waren kurze Minecraft Beta 1.8 News, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, ciao.